bin Chiara Corona, schönen Montag. Sicherheit geht vor. In der Gemeinde Rankweil wurde jetzt im Bereich Paspelt-Seen das Tempo reduziert. Die Geschwindigkeit wurde von 60 auf 50 km/h herabgesetzt. Der Grund, gerade hier gibt es ein großes Fußgänger- und Radfahreraufkommen. Die Bevölkerung hätte sich hier die Reduzierung gewünscht. Die Beschränkung ist bis 30. September aufrecht. Künftig soll im Bereich Höhe Glöckle ein neuer Schutzweg und eine Radfahrerüberfahrt entstehen. Ein 11-jähriger Junge aus Vorarlberg ist bei einem Unfall in Kärnten schwer verletzt worden. Der Bub wurde demnach von einem Auto erfasst. Ein 23-jähriger hat sein Auto auf einem Parkplatz gestartet. Aus unbekannter Ursache rollte es nach vorne und erfasste das Kind. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Selbst entzündet hat sich am Abend ein Lösungsmittel bei der Firma Pavac in Wolfurt. Laut Polizei wurde der Deckel in einem Kessel abgeschraubt. Warum ist noch unklar? Durch die Frischluft, die dann in den Kessel gekommen ist, hat es angefangen zu brennen. Die Feuerwehr konnte mit 28 Männern und Frauen den Brand unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Und ebenfalls einen Feueralarm hat es auf dem Bodensee gegeben. Auf dem Kursschiff MS Lindau kam es demnach zu einem technischen Defekt. Dadurch kam es auch zu einer Rauchentwicklung. Die Wasserpolizei konnte den Vorfall schnell unter Kontrolle bringen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen.